Ja. Also hier, das ist mein Haus, ne? Hier, Gut, das dann hat. kannst du ja gleich mal deine Steuern bezahlen. Er lernt es einfach nicht. Geh weg. Triff's nicht, Junge. Ich hab daneben geschossen, du Kasper. Also nächstes Mal mache ich's wieder ohne. Mache ich's wieder ohne Shader aus dem einfachen Grund, dass man da mit DxTory auf keinen grünen Zweig kommt. Schade eigentlich. Mist, was mache ich denn da? Wow, war das knapp. Sag mal, geht's noch? Kevin, hör auf. Kevin, hör auf. Nein, Kevin, ich kann nicht rein. Ich kann nicht rein, Kevin. Doch, ich kann Das rein. kannst du nicht. Ich hab nur noch. Wollen wir mal gucken, wie du rennen kannst. So, jetzt pass mal auf. Jetzt gucken wir mal. Nein, ich brauche was zu essen, Kevin. Lauf, mein Lieber, lauf. Scheiße. Egal, ich kann deinen Plunder eh nicht aufnehmen. Egal, ich habe deine XP bekommen, glaube ich. Nein. Nicht? Zum Glück. Ja, jetzt kommt hier schon wieder die Gokiri-Waldmusik. Es läuft ja immer wieder dasselbe, aber das. Es reicht jetzt. Es ist gut. Ich schlag dir den Schädel ein. Brenn, du Kind des Teufels. Alter. Und hier ist kein Wasser, ey. So eine Scheiße. Also ich mach mir jetzt noch. Nächstes Mal mache ich PvP wieder aus, ey. Das führt nur zu Ärger. Was magst du noch? Ein Amboss. Ein Amboss. Ein Anvil-Boss. Ich weiß nicht, ob ich zwei oder nur einen. Eigentlich bräuchte ich zwei. Mach ich auch zwei. Ja, naja. Keine Ahnung. Lalalalalalala. Mein Haus ist ein Scheiß, weil ich nicht weitwillig bauen muss. Ja. Ich hau jetzt hier erstmal den Cobblestone raus, weil der muss definitiv raus. Der Cobblestone ist böse. Wo ist das Kind des Teufels? Und ich brauche noch vier Eimer Lava. Ich weiß schon, was wir in der nächsten Folge für ein Gesprächsthema haben. Xcraft X Mobbing Opfer Nummer 1 auf unserem Server. Nee. Was? Nee. Was denn dann? Nein, COD Black Ops 2. Hancock, das Hancock-Reifenspiel. No. Nein, COD Black Ops 2, ein bisschen davon erzählen und so. Weißt? Von mir aus, mir doch egal, kann ich eh nicht mitreden. Du hast auch schon gezockt. Ja, ich hab's gezockt, aber nicht so wie ihr, ich hab keine Ahnung. Ich weiß halt einfach nur, dass ich eine Waffe hab und da drin rumrenne und sterbe, das weiß ich. Darin bin ich auch sehr gut. Jetzt bräuchte ich Glowstones noch ein bisschen. Wenn du noch was hast. Dominik hat jede Menge eingeheimstert. Ich brauche schon wieder eine Spitzhacke, aber diesmal nehme ich die Glück 3. Oder doch? Ja, hab ich nicht. Liegt hinter dir. Was? Achso.
Ach Dominik, du hast doch meine Behutsamkeitsspitzhacke. Hm? Gut, dann löscht schon noch gleichzeitig das Dach mit aus. Ne? Alter, das ist meine, das ist deine. Ja, das sieht doch gut aus. So, Lichtlevel. Acht, ich mal gucken, was man selber so macht. 7, 6. Ja. Ich wiege mich dessen in Schweigen und wenn ich hier zu viele Blöcke abbaue, dann. 7. Ist das Ganze nicht so toll, aber naja. Ja, ich bin auch gleich auf. Ich muss noch ein bisschen üben, wie man die Treppe runterfällt. Nee. Schade. Wäre ich nämlich gern dabei. Wie man ordentlich mit der Sniper umgeht. Ja. Aha. Hallo Enderman, du blöder Hund. Hau dich tot. Arschloch. Einfach wegrennen oder wegteleportieren, die feige Sau. Das können sie, da sind sie stark. Wo ist denn jetzt der Hund? So, habe ich Bretter mitgenommen? Ich weiß es nicht. Hey, der da hinten. Das ist ein Jude. Hey. Nein, ich habe nichts gegen Juden. Keine Kraftausdrücke. So, und dann werde ich auch mal gucken und in der nächsten Aufnahme werde ich dann mein Haus hier so ein bisschen nachbauen. Das wird schon. Da bin ich mal ganz zuversichtlich, dass ich das nochmal hinbekomme. Und wer weiß, vielleicht werde ich irgendwann. Mann, aber keine Show Eimer machen. Mehr, ich finde keine. Die sind alle draußen in der Kiste. Toll. Also neben der Ding. Wo ist Lava? Garten. Lava, was? Musst du suchen. Wir haben nur das, wo wir als Items-Verbrennungsding benutzen. Wie lange haben wir schon aufgenommen? Eine Stunde 9. Wir können ja morgen nochmal aufnehmen oder so. Ja, weil dann würde ich nämlich jetzt nochmal an die PS3 gehen und so, ja. Ja, kannst du ja machen. Marcel und ich können ja noch ein bisschen machen, wenn er will. Ja, ich suche gerade noch Lava. Bis er keine Lust mehr hat. Morgen ist ja auch noch ein Tag. Sag ich doch. Aber morgen nehmen wir mal ein bisschen früher auf. Ja, von mir aus. Lava, wo bist du? Ja, okay. Lava! Oh, ich bin runtergefallen. Geh ich mal noch in. Da war mal Lava, ja toll, hier war mal Lava. Marcel springt aus dem ersten Stock und kommt unten auf, bricht sich das Bein und sagt, oh, ich bin runtergefallen. So. Nee, da macht er einen auf ganz auf Peter Küffeln, da macht er. Ja. Hast du schon deine Steuern bezahlt? Ja, hab ich. Ach, dann ist gut. Boah, das hab ich auch nicht angelogen. Nein. Du mir den Schädel ins Rücken fallen. Nein. Dann geh weg. So, Lava, kann ich die hier so setzen? Ja, gut. Kevin! Wir müssen mal so sprinten und dann so, aua! Und dann so, aua! Toll! Jetzt habe ich Pfeile in mir drin stecken, man kann es auch so machen, so, pui! Ah! Ins Gesicht! Im Auge! Nee, unterm Auge, ich hatte ne mal in der Nase. Das war ein geiles Bild. In der Kniescheibe hast du auch einen, glaube ich. Ja, ja. Nee, das tut auch gar nicht beim Laufen weh. Nö, das geht schon. Voll im Hinterkopf drin. Ja, und in der Kniescheibe. Oh, ich bin in der Höhle, nee, da bin ich nicht hin. Nee, also das behindert ja gar nicht beim Laufen, wenn man mal so einen Pfeil in der Kniescheibe hängen hat. Tut auch gar nicht weh. Nö, es ist ein Stitzel und Gutes. Ja, wo mir meine Kniescheibe rausgesprungen ist, ja. Ja, ich will's gar nicht wissen. Das sah. Kannst du auch noch laufen? Nein! Nee, ich konnte nicht mehr laufen. Doch, du kannst noch laufen. Nee, das Ding hat sich ja von selbst wieder eingerannt. Du kannst laufen, aber es tut halt weh. Ja, ich konnte es halt nicht. So, wir haben Lava einmal in der Holzkiste. Gut, ich bin auf den Trampolin rumgesprungen.
Da war mein, ich bin 2 Meter hochgesprungen, das weiß ich noch ganz genau. Und dann bin ich aufgekommen und das Bein war durchgestreckt. Und als das Bein durchgestreckt war, ist die Kniescheibe rausgesprungen. Ja, das war am Geburtstag meiner Mutter. Die hat ein schönes Geburtstag. Hä? Rausgesprungen, dann bist du herumgelaufen und hast die Kniescheibe gesucht. Dann hast du meine Kniescheibe gesehen, Junge. Gib Kniescheibe, ey. Das war bevor Kevin kam. Das ist das unfair. Kevin, hör auf, Kevin. Willst du weglaufen? Marcel, helf mir, Kevin will mich schlagen. Willst du weglaufen? Ja, Marcel hilft dir nicht, ihm ist es egal. Stirbst du sowieso nicht. Und verlieren tust du auch nichts, also. Außer die Items, aber das ist ja egal. Ach, der schießt mich mit Pfeil ab. Wo ist denn der? Hä? Hä? Wo bist du hin? Du bist in die Zehe gefallen. Nee, scheiße. Boah, geh weg, Alter. So, wisst ihr was? Wir erlauben uns jetzt mal einen kleinen Streich. Dafür muss ich mal kurz cheaten. Ey, nein, nicht Flymode, komm. Nee, ich mach nicht Flymode, keine Angst. Flymode. Mach ich auch nicht, keine Angst. Na, die Schmiede ist so halbfertig. Wo bist du denn? Kevin. Kevin. Ich find's nicht witzig. Was denn? Ich mach doch gar nichts. Ich seh dich nicht, wo bist du hin? Ich seh doch nicht mal deinen Namen. Ich bin ja nicht mal in der Nähe. Hä? Ich bin doch nicht mal in deiner Nähe. Ja, trotzdem. Bogenbräusch, Spitzhackebräusch. Na, ist das. Wenn du dich jetzt unsichtbar oder so gemacht hast, ne? Wo bist du, ey? Das geht nicht klar. Da ist doch ein Schwert in der Hand. Alter, hör auf! Ja, ich treff den auch einfach nicht, ne? Jetzt verarschen jetzt hier. Also hier muss noch was hin. So. Komm, mach dein Gottmode jetzt aus. Da würde ich nicht brennen. Alter, leck mich doch. Oh. Komm, jetzt das aufhören. Ach ja. Warte, wieso habe ich jetzt mehr Plunder im Inventar? Achso, wegen der Rüstung. Da habe ich alles. Ja. Naja, cool. Eigentlich einen Bogen macht man hier nicht, aber egal. Ich wollte die Werkbank hier hinstellen. Na, du hast hier noch einen Pfeil und so. Ach ja, den Bogen habe ich gerade gesucht, ne? Ja, ich bin dann mal weg, ne? Jo. Mhm. Ich tippe ihn nochmal zum Marcel. Ja. So, dann. Ach Mann, was mache ich denn? Sag ich mal, ciao. Ich will hier nur einen Flymode ausmachen. Jo, ciao, Domi. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Yep. Guten Tag. Tag. Ich hab gehört, Sie sind der Schmied hier in der Stadt. Ja. Was wollen Und Sie? Und was schmieden Sie so? Alles. Haben Sie auch Ihre Steuern bezahlt? Ja. Das dann ist gut. Was? Nee. Marcel hau ich nicht, sonst schlägt er mich wieder, wenn er mich besuchen kommt. Ja. Warum hast du eigentlich einen Tresen aus Stein? Weil hier alles aus Stein ist. Ach so. Damit hier nichts verbrennt. Ja, eine Schmiede muss ja aus Stein sein, ne? Ja. Die muss. Ich verbrenne nicht. Einfach. Ich stehe auf Lava, aber ich verbrenne nicht. Oh, knallhart. So. Ja, mein Haus bleibt dann wohl so unfertig, wie es ist. Ich will am liebsten nachgucken, aber ich kann jetzt nicht. So, eigentlich ja, fertig. Können wir ja ein Lagerhaus bauen. Ein Steinhaufen. Oder ein Verlies. Das ist ein Steinhaufen.
was ich da gebaut habe. Naja, gibt Schlimmeres. Ein bisschen Holz hätte nicht geschadet, finde ich.